Okay, Bruno, dann müssen wir nur noch diese Jacke zu der rothaarigen Tuse schleppen, aber trotzdem, was zum Henker? Tch, ich hätte also nur die passende Jacke anhaben müssen, die hätten mich nicht umgebracht. So eine Sauerei. Aber es hat, glaube ich, bevor wir da hinmarschieren, tun wir erstmal bis morgen warten. Hinter hier geht ja auf keinen Fall. Ich sehe absolut nichts hier. Wie immer in der Nacht. Wo war noch mal? Ich glaube, das war hier vorne irgendwo. Ja, hier vorne. Irgendwo hier. Ah, ich mache mal Licht an. Ich sehe überhaupt nichts. Hier vorne, hier vorne. Ja, hier. Hier entlang, glaube ich. Genau, vor diesen komischen Öldingern waren das. Hier, die Baracken. Ja, hier, das sieht gut aus. Lass uns erstmal pennen bis morgen. Besser ist das. Hier, die Nacht muss ja nicht sein draußen. Ja. Gut. Auf geht's. Nachdem ich was gegessen habe. Und was getrunken habe vielleicht. Gecko-Steaks, glaube ich, muss als erstes mal langsam weg. Kojot? Nein. Gecko. Gecko-Steak, zwei Stück. Und ein bisschen Wasser. Nicht rushed water. Purified water. Puh, da. Läuft. Auf geht's. Okay. Gut, Boon, dann gehen wir mal schnell zu den Freds da zurück. Zu dem Handelsposten, wo wir waren. Das würde hier die ganze Roma und Julia-Story endlich hinter uns bringen können. Gut, dass ich sie nicht versehentlich überredet habe. Von wegen überredet habe, von wegen, dass sie hier einfach hinlaufen soll zu den Typen. Ed, wo willst du hin? Ed, stopp! McLaughlin's been riding asses again. Better lay low. Was? Wenn du meinst, also. So, tun wir mal ihr gleich die frohe Kunde überbringen. Vor allem die Jacke. Hello again. How's your boomer friend? Hey, Janet. Dann, genau, ich würde. Nee, doch, wir wollen mal darüber reden. Das ist eine gute Idee. I was hoping you would. What's going on? Have they agreed to my safety yet? Ja, lauf einfach los. Nein. Du musst dir die Jacke anziehen und dann kannst du da hinlaufen. There's one more thing. I have a work contract with the Crimson Caravan, and if I walk away, I lose the wages they owe me. Could you do just one more thing for me and talk to Alice McLafferty about it? I know if I do it, she'll just say no. I'd hate to lose the money. Oh, natürlich. Was so tut man nicht alles für die Liebe? Aber ja, nee. Dann. Ach, übrigens, ich verliere Geld. Rede doch nochmal mit dem Vorgesetzten, damit ich hier kein Geld verliere. Du bist es nicht, nee. Warum bin ich überhaupt richtig? Sieht richtig aus. Nämlich, du bist. Ja, exakt. Alice McLaughlin. Wie auch immer. Welcome to the Crimson Caravan Company New Vegas Branch. What may I do for you? Ich suche bei dir jetzt gerade keine Arbeit. Ich will eigentlich nur, dass du jemand nicht feuerst, glaube ich. Oder beziehungsweise so einen ausbezahlen. Das ist eine Idee. Ah, yes. Her infatuation with a boomer she's never met. It's a small camp. Word gets around. She's aware she's breaking her contract, which is undoubtedly why she sent you to talk to me instead of coming herself. Janet is free to leave, but she forfeits the wages she's owed. That's the price of contract breaking. Take it or leave it. Oh Gott, bist du gut da drin. Ich kann dich nicht zu Klump und Asche reden, weil du bist 10-mal besser als ich. Und ich kann nicht mit dir handeln, weil du doppelt so gut bist wie ich. Ich überleg's mir. Take all the time you need. Nee. It's been a pleasure.
Ja, ich frage vielleicht sicher jetzt nochmal nach. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt sagt, dann hast du gefragt. Ich sag dann ja und sie hat gesagt nein. Aber wir können ja mal. Have you spoken with McLafferty yet? Okay. Okay, well let me know what she says. Exakt, was ich gesagt habe. Hätte ich halt so sagen, okay, ist ein Deal. Sie bricht den Contract und sie geht trotzdem. Ich meine, ich würde ihr helfen, aber es klappt ja so nicht. Welcome back. Wieder mit dem Contract. My terms haven't changed. Janet is free to leave, but she forfeits the wages she's owed. Okay. I'm glad to hear it. Und tschüss. It's been a pleasure. Yep. Wäre ich jetzt der Superschwätzer, hätte ich das irgendwie rumreißen können, das Ruder. Auf der anderen Seite wiederum, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Have you spoken with McLafferty yet? Ja, du kannst gehen und es gibt kein Geld. I see. Well, thank you for trying. I'm off to go see my admirer now. Wow, hast du dich schnell umgezogen? Das Gute ist, er hat die Jacke an, das heißt, man ihr passiert auf dem Weg, da hätten nix. Das heißt aber auch, dass ich mit beiden jetzt nochmal schwätzen muss? Okay, dann muss ich auch mal, dann überhole ich sie mal kurz. Jetzt ist die große Preisfrage, wo sind die überhaupt? Wahrscheinlich hier, entweder hier drinne oder in dem Workshop. Wir versuchen es erstmal hier drinne. Weil Jack ist auch immer hier drin. Hier mal Licht anmachen, damit wir auch was sehen hier. Hallo? Ist jemand hier? Da hinten steht jemand. Okay, das war schon mal nicht Leute, der da hinten steht. Hey Leute. Sorry, no time to talk, outsider. Ja, ist mir schon klar, du rassistisch alter Mann. Hey du. Hi. I can't believe I'm going to meet my red-headed lady soon. I'm really nervous about it. Oh. Bye. Shit. Ja, ich war schneller als alle. Mist. Das heißt bei Worten. Oh shit, wir sehen tatsächlich, wie sie langsam hier rüberläuft. Oh flip. Ich sollte ihr vielleicht entgegenlaufen. Ja, ich weiß, ich sollte vielleicht rausgehen, damit ich das darf. Nicht, dass sie noch umkommt auf dem Weg hier rüber. Oh shit. Da habe ich gar nicht gedacht, dass sie hier noch rüberlaufen muss extra. Also, dass sie jetzt wirklich, wirklich rüberlaufen muss. Komme ihr auf dem halben Weg mehr entgegen. So, schnell gucken, wo ist sie jetzt? Fast neben mir. Da vorne ist sie. Schnell daherlaufen. Wobei, wenn sie hier ist, dann ist es auch fast egal gewesen, sehe ich gerade. Aber ich passe trotzdem auf. Oh, warte mal. Junge Frau, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Nein, mach keinen Scheiß. Sieh doch hier, so wie... Nö, darfst nicht. Danger, warning. Ah, gefährlich. Oh nein, 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 nein. Es wird ja nicht abgeknallt hier. Ach cool, okay, jetzt ist auf dem richtigen Weg. Jetzt auf dem richtigen Weg. Alles kein Problem, das ist alles supi. Ich dachte schon, jetzt wird sie hier über den Haufen geknallt noch. Das fehlt mir noch. Du läufst jetzt aber gerade wir. Du läufst sehr wir. Sag mir jetzt nicht, dass du so mal weiterläufst. Du läufst jetzt gerade an allen vorbei. Stehen ja nur. Wo ist sie hin? Die war doch gerade noch vor mir. Ich hoffe mal, das ist jetzt richtig gelaufen. Das haben wir echt ein Problem. Also hier muss ich auch eigentlich mal komplett umgucken. Vielleicht ist in den ganzen Ruinen hier noch irgendwas zu finden. Irgendwas, was man brauchen kann. Irgendwas, was man vielleicht ausschlachten könnte oder so. Stimmt. Ich meine, die haben zwar mit Raketen auf alles und jeden geschossen, aber... Das muss alles nichts heißen. Das muss alles nichts heißen. So, jetzt bin ich aber sicher, dass sie angekommen ist. Und da ihr nicht geschossen habt, hat es auch irgendwie, glaube ich, geklappt. Ach, gucken wir mal nach. Nennt nicht so. Moment mal, hey? Achso, ja doch, jetzt hat es geklappt. Gut, gut, gut. Oder sicherheitshalber? Check, check, check.
Kann ich endlich die Turteltauben vereinigen? Ist es jetzt endlich geschafft? Da, wow! Hast extra auf mich gewartet? Wo, wo, da. Sie muss echt einen Kompass haben irgendwie. Oder irgendwie so ein... Moment mal, hä? Once a Republican, always a Republican. I can take care of that robot problem for you. Just saying. Du? Jetzt? Stopp! Thank you for getting Janet to Nellis. I've never been so happy in my entire life. Ausgezeichnet. Ich dachte jetzt schon gerade, ey, nur, er labert alles sie blöd an und geht weiter. Oh Mann! Du hast mich gerade zu Tode erschreckt, Junge. See ya. Und du? Thank you for getting me here. Jack is a... A great guy, wolltest du sagen. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Okay, sie finden es beide gut. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt eigentlich unsere... Dass wir eigentlich unsere Aufgaben erfüllt haben. Ich würde sagen... Ich würde wirklich sagen, wir gehen mal langsam zurück und sagen, ey... help the Boomer around Nellis. Ich würde sagen... Warte mal. Sag bloß, wir kriegen das angezeigt. Wir kriegen das angezeigt! Ja, fuck me, würde ich mal sagen. Ach ja. Okay, jetzt nach da. Das macht die Sache natürlich sehr viel einfacher, wenn ich jetzt alles angezeigt bekomme. Dem Doc sollte ich vielleicht helfen. Moment, habe ich irgendwas, was mir Medizin gibt? Weil dann mache ich das mit dem Doc zuallererst. Habe ich irgendein Buch, ein Fachbuch, was mir zu Medizin hilft? Ich glaube, ich habe letztes Mal schon mal geguckt und habe eigentlich keine Boxen. Nein. Ich gucke lieber jetzt. Repair, nein, ich brauche einen mit Medizin. Ein Fachbuch für die Medizin, was mir einen Bonus gibt. Und dann kann ich den Leuten, nämlich habe ich nämlich 60, und dann kann ich allen Leuten helfen. Handeln plus 20 hätte mir eben nichts gebracht, das ist zu niedrig gewesen. Polizist, Crit-Chance, nein. Melee, nein. Nein, 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 das ist okay. Dann... Nein. Ich wollte eigentlich gucken, wer der Typ jetzt wieder ist, wo ich gucken soll. Oh, ich bin vorbeigelaufen. Moment, wir gehen mal schnell nach hier. Ach, das ist der Geschichts... der kurze mit den ganzen Geschichten hier über... Über Nellis hier, die Gegend. Ah, okay. Hör ich mir jetzt hier alles nochmal an? Na gut, machen wir einfach weiter. Kollege. Hi. Now that you know the story of our people, you must have all sorts of questions. Ja. Nee, 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 ich will nicht, ob noch was hört. Ich habe einfach gefragt. Das ist eine gute Idee. Ask away. Am besten, wir gehen ja von oben runter. Genau, ich wundere mich auch, dass so ein Militärstützpunkt mit so viel Waffen unbewohnt war, wo ihr hier hingekommen seid. Several automatic warheads detonate here 100 years ago, leaving the base highly radioactive. The savages of the waste, ignoramuses, all avoided Nellis by habit. Moment. Alle sind aus rumgelaufen, weil hier voll krasse Strahlung war. Und wenn ich jetzt draußen herlaufe, gibt's keine Strahlung hier. Und das Essen ist auch nicht verstrahlt. Genau, ihr habt hier Messgeräte mitgebracht. Das ist vielleicht eine Idee. That's exactly right. You're very knowledgeable for a Sav, an outsider. Anything else you want to know? Ja, wir gehen einfach alles durch, ne? Wie habt ihr es geschafft, so völlig losgelöst von allen zu überleben? So wie die alles anbauen draußen, weiß ich es. Ich frage trotzdem. Nellis is a completely self-sufficient community. We draw water from Lake Mead, solar arrays provide power, and we grow our own crops. Exakt, was ich gesagt habe. Und dass die irgendwie ergiebig was mit dem Saatgut angetrieben hätten, angestellt hätten, damit das noch ertragreicher wäre, damit es irgendwie besser ist noch extra. Ach, Soja. Soja und... Ja, für Protein, weil sonst überlebt man die Sache ja auch nicht. Man kann ja nicht nur von Wasser und Brot leben. Ja, kann man schon, nur nicht unbedingt so toll. Indeed we do. Very impressive. Anything else you wanna know? Junge, wenn du so weiter mich fragst... Lieben mich ja nachher alle und ich habe viel mehr XP, deswegen machen wir ruhig weiter. Die ganzen Haubitzen, die draußen stehen, kann ich dann mitnehmen, wollte ich gerade fragen, aber das haben wir leider nicht aus Auswahl. Aber
Genau, was machen die Hobbitzen draußen, wenn sie so rumstehen? You're right. They weren't here when we discovered Nellis. We found the guns at a huge weapon depot called Area 2, many miles from here. It took many weeks to drag the guns and their ammunition back to Nellis. And it was the last time any of us set foot beyond our homeland. Wirklich? Es gibt eine Area 2? Und da habt ihr die ganzen Waffen hergeschleift bis hierhin? Oh, hört sich toll an. Ja, im Endeffekt, aber die Waffen werden jetzt scheinbar auch nicht benutzt zum Rumschießen, sondern eher als Monument für, weil sie alles in die Luft jagen wollen. Okay. Thank you so much. I'll be sure to pass that on. Anything else you want to know? Ja klar, weil XP-Counter steigt gerade, deswegen machen wir ruhig weiter. Genau, wie seid ihr dran gekommen, dass ihr was fliegen wollt, Fragezeichen, oder könnt? Ach richtig, dafür sind sich diese Simulatoren da in der anderen Halle gedacht. Ha. Once we restore power, we learn that some elaborate chairs we've been sleeping in were actually virtual reality simulators. We believe they were used to train combat pilots. We use them extensively. I alone have shot down over 500 Chinese Zion 85 fighters. Before you ask, I'm afraid there's no way you can be allowed to use the simulators. They're for our use only. Sorry. Shit. Ja, jetzt könnte ich hier... Ich könnte dir was Tolles sagen. Ja, im Endeffekt haben die fliegen gelernt durch diese Simulation. Und selbst der Kurz hat schon 500 chinesische Kampfjäger abgeschossen. Ja, denn der Gag ist ja hier gewesen von der Story her, dass die Chinesen tatsächlich scheinbar Amerika überfallen hätten und es deswegen Atomkrieg gegeben hätte. Deswegen gibt es auch über diese chinesischen Rivals. Die heißt ja nicht mehr die AK-47 von den Russen. Nein, das ist jetzt eine chinesische Assault-Rival. Ja, ja gut, ne? Wenn sie meinen, ne? Deswegen, ihr wollt natürlich nicht, dass ein Außenseiter hier fliegen lernt, ist ja klar. Thank you for being so understanding. Anything else you want to know? Ich hätte womöglich was Tolles erzählen können, aber ich glaube nicht, dass ich damit durchkommen wäre, aber das... Der fehlende Skill. Genau, wo habt ihr euch rausgefunden, wo die alten Bomber herkommen? Oder wo die jetzt sind, eher gesagt. Loyal found a file somewhere on the base, with magazine articles, photographs, a map even. It seems that a bomber, apparently the 29th of its kind, crashed in Lake Mead on July 21st, 1948. Just imagine, that's over 300 years ago. The photograph shows that it was basically intact, and the map tells us exactly where to find it. Except we haven't left Nellis in decades. Huh. Ja, die haben also einen Plan gefunden, beziehungsweise ein Magazin gefunden, wo angeblich ein Flugzeug abgestürzt ist, ein Bomber, und das war vor 300 Jahren. Der letzte seiner Art, in dem See draußen irgendwo. Oh, okay. Schön, dass ich vorschlage, dort ja solche Ballons dran zu tackern, damit wir das Ding heben könnte aus dem See und dann womöglich das Ding zu reparieren. Yes. In fact, that's exactly what Loyal has planned to do. You should go talk to him. I wish everyone were just as interested in our story as you are. Maybe I should act out the battles. Or learn how to throw my voice. Komm, wir fragen das hier oben auch noch, weil es da ist. Einfach nur wegen der Story von Mural, okay? You want to hear it again? Of course. I did a good job the first time, huh? Nee, ich habe völlig vergessen, worum es geht. Idolize, ich bin idolized bei euch hier. Absolut krass. Support of goodwill, you are idolized by the community. Yeah. Ich bin ein Idol. Ich bin zwar überall gehasst, aber ich bin ein Idol. Ages ago, long before I was born, we lived underground. Everyone had guns. But the overseer wouldn't let us explode any. Entschuldigung, aber das höre ich mich nicht nochmal alles an. Ich wollte es nur gefragt haben. Ich wollte nur wissen, was das war. Ist jetzt ein bisschen gemein, einfach rauszulaufen, aber... Mein Gott. Ich höre mir das nicht nochmal alles an. Dass sie irgendwie im Vault gelebt hätten und dann hier rausgekommen sind und Zeug gemacht haben. Es reicht. Ich würde sagen, es reicht. Jetzt kann ich zu Pearl zurückkehren und sagen, hey, ich hab's drauf und darf es happen. Ach so. Leuten zu helfen. Lass mich raten, ich kann den jetzt dem einen Typen auch nicht mehr helfen, richtig? Oh, nee, ich kann den... Oh, ich kann den Kranken nicht mehr helfen. Warte mal. Das war der hier vorne, glaube ich, oder? Darf ich wenigstens einem helfen? Einem bitte, einem. Kann ich? Nein! Ach doch, hier ist noch einer.
Ja, ich habe 40. Ja, sieht gut aus. Excellent treatment. I hadn't thought of that. Du musst besser sein als ich, glaub mir. Wenn du sagst, da nicht drauf kommst. Aber hey, wenn hier noch einer rumliegen, kann ich ja später noch zurückkehren dafür, hoffe ich. Weil wenn ich denen versuche jetzt zu helfen mit denen hier, die kommen um. Dafür brauche ich 50 Skill, das habe ich auf keinen Fall. Ich bräuchte nur so ein Buch. So ein Buch, so eine Zeitschrift. Die würde ich mir reinhauen, ich würde sie alle direkt wieder fit machen. Aber das riskiere ich jetzt nicht. Ich weiß, ich habe so ein Ding rumliegen, was. Ey, du kommst mir gar nicht. Oh. Verkaufst du mir jetzt was, ist die Frage. If I haven't said it before, Outsider, let me say it now. Welcome to Nellis. Word from Pearl is that you're to be greeted as a friend. Kann ich jetzt was kaufen von euch? You've done right by us, so I suppose I could spare some supplies. Yes! We recently started making our own stim packs, but we just don't have the materials to make other meds. Sorry about the lack of selection. Voll egal, Junge. Du verkaufst einen Vorschlaghammer? Das ist odd. Und ein Grenade Launcher Marble Stock. Damit ein Granatwerfer leichter ist. Okay. Ja, aber hey, dafür, dass ich Stimpacks von euch kriegen kann, das ist perfekt. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich bin auch weg, ne? Bye. Hoffe ich, kann ich den anderen Kranken hier noch helfen später. Das würde ich echt machen wollen. Wenn ich richtig gut mit der Medizin unterwegs bin, sagt dann, ich helfe euch. Dann kann er nämlich nochmal sagen, Mensch, daran hätte ich gar nicht gedacht. Und das als Arzt. Der sagt auf einmal so was wie, oh Mann, da hätte ich gar nicht dran gedacht, sich so Leute so zu behandeln hier. Wo muss ich überhaupt hin? Oh. Du hängst aber auch blöd fest. Warte mal, bin ich hier überhaupt richtig? Nein. Gut. Ah, sprinten können ist toll. Sprinten können ist total toll. Der Held ist wieder da. So we may see our dream of flight soon. Ah, bleib mal hier. You have done well to earn the trust of my people, child. Ja, glaube ich auch. Bin so viel rumgelaufen in der Welt, das habe ich für keinen anderen bis jetzt getan. I believe the time has come for you to show your value in full. The people have come to accept having you around. Find Loyal and ask him about our people's fondest dream. He will tell you what to do next. Lass mich raten, es hat was mit dem Flugzeug zu tun, was wir heben sollen, richtig? Die Idee hatte ich auch schon übrigens, ne? Nur damit ihr es wisst. Ich kann mir immer noch nichts von euch nehmen, leider. Holy shit. Granatwerfer und Granatwerfermunition. Oh, fette Sache, fette Sache. Aber bis jetzt hat mir noch keiner gesagt, wo ich handeln mit euch kann. Keiner von euch wollte bis jetzt handeln mit mir. Ich bin so angepisst. Mit dir? Hi. Du hast nichts zu handeln, sehe ich so schon. Aber vielleicht, vielleicht treffe ich ja irgendwann an. Ich denke an, ich stimme schon an. Entweder Lloyd oder Jack. Einer von beiden wird bestimmt handeln mit mir können. Ich meine, das sind die Typen, die immerhin reparieren. Irgendeiner von denen muss das sowas haben. Aber wo ist Lloyd überhaupt jetzt? Ah, hier, wieder in der Halle. Immer noch. Schraubt an diesem halbfracken Bomber in der Halle rum. Das heißt halbfrack, der ist überhaupt nicht da. Oh. Lloyd, Junge! Erstmal, verkaufst du. Kann ich dir was verkaufen? Sorry, no time to talk, Outsider. Oh, sei still. Pearl sent word saying it's all right to tell you about the lady in the water. Lass mich raten. Warte mal. Kann ich Zugang zu dem Pod haben? Das ist meine Idee. No, those aren't for outsiders to use. Leave them alone. Speech! Shit! Ah, Sekunde, ich komme gerade wieder. Anything else? Moment. Later. Later. Moment! Ah, nein, nicht so. Nein, Moment. Lass mich schnell Drogen nehmen, damit ich besser bin. Ich meine, netter bin. Wodka. Nein, wo ist mein Whisky? Da ist mein Whisky. Nein, Wodka. Reicht das? Das reicht ja genau nicht, oder? Survival Speech. Nein, ich muss wieder Mentats mit reinschmeißen. Ah! Mentats. Und jetzt müsste ich einen Skill haben von knapp
Nein, 040, das ist nicht euer Ernst. Letztes Mal war ich hoch genug dafür gekommen. Kann ich das irgendwie noch weiter steigern? Habe ich was anderes, was ich mir reinschmeißen kann? Kann ich noch mehr trinken vielleicht? Oder mehr Mentats nehmen? Ich glaube nicht. Ich frage dich trotzdem nochmal. Pearl sent word saying it's ja. Kann ich vielleicht? No, those aren't for outsiders to use. Leave them alone. Ich versuch's trotzdem. Talk to Pete if you're so curious. Huh. Okay. Jetzt können. Shit. Letztes Mal hätte es wirklich fast gepasst. Okay, fragen wir ihm nach dem Flugzeug im Wasser. A long time ago, long before the war that killed just about everything that ever lived, a bomber crashed not far from here. A bomber was a flying contraption that could drop explosives down on anything it flew over. But anyway, moving on. This bomber crashed down in Lake Mead, pretty damn near intact. When we got to Nellis, see, I found this article in a magazine all about it. There was another B-29 around here, part of a museum. Couldn't fly, but had a lot of spare parts, see? Get where I'm going? Since I was a young man, I've dreamed of raising that lady from the lake and bringing her back to life. What do you say? Das Gleiche habe ich dem Kurzen auch eben schon gesagt. Komm mir nicht um die Ecke. Naja gut, ich, mehr oder weniger weiß ich, worum es geht. Ich frage ihn jetzt die Frage, die ich dem anderen schon vorgeschlagen habe. Nee, wo ist der Bomber einfach nur? It's at the bottom of Lake Mead. I'll mark its location on your Pip-Boy map. Yay! Jetzt, ja, ich frage die Sache, die ich selber vorgeschlagen habe eben, dass wir tun da was dran, damit wir Luft reinpumpen können, dann heben wir das Ding hoch. Simple. Attach deployable ballast to the plane and float it on up. Here is a remote detonator. Once the ballast is attached to the plane, just hit the detonator from the shore and let buoyancy handle the rest. Okay. Warte mal, wenn das so einfach ist, warum hast du das nicht schon getan? Maybe you don't understand. Hasn't been one of us, not a one, to set a foot outside Nellis in over 50 years. You come along with your knowledge of the outside, and it seems the time's come to raise the lady after all. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Vielleicht später. Naja, okay, versuchen wir's. Good. Here's the deployable ballast. Go find the plane, attach the ballast, and hit the button. Nur so als Frage. Ich meine, ne, ich bin zwar jetzt toll in Wüste rumlaufen, aber wie zum Henker komme ich da unten zu diesem Bomber hin, ohne zu ersaufen? Might try holding your breath. If that doesn't sound good enough, talk to Jack. He was working on a rebreather once. Ein Rebreather? Junge, das hört sich, das ist nicht optional, das ist Pflicht. Wo ist Jack schon wieder? Jack! Hier mit einer Flamme im Schlepptau. Hör mal. I've never been so happy in my entire life. Gut, dann gib mir sofort diesen komischen Rebreather Teil da. I just need some parts from a pressure cooker to create a hermetic seal for the rebreather. Du kannst was anderes dafür nehmen. Nimm was? Corn Silk? Dem Zeug. That's a brilliant idea. I can put that together right now. Here you go. A new rebreather. Bam! Skill, Junge! Bye. Skill im richtigen Level. War ja schon wieder Sachen, was ich brauche. Die in die 1000 Teile. Du kannst aber was anderes nehmen. Oh, das ist eine super Idee. Danke. Wisst ihr, warte, wir zwei. Weh, die haben dann nicht was Gescheites zu verkaufen hier, wenn wir hier fertig sind. Sollen wir echt einen Bomber hochhelfen bei den Typen? Meine Fresse. Ideen kommen die manchmal. Ideen. Wo ist dieser Lake Mead überhaupt? Moment mal. Die wollen das von hier hinten bis hier oben hin schleppen? Die sind alle bescheuert hier.